Guten Morgen. Preisschilder raus und wir fangen an. Woller hat die News für uns. Neue, schon 26,28 Corona-Radwege. Die ganze Straße in der. Wo waren das Radwege? Wildstraße bei uns da draußen. Da machen jetzt Buschspur hin. Also da machen jetzt Buschspur hin. Überall mal der Radwege. Mensch, die haben ja den Markt, was bis um die Ecke da gemacht. Das ist eine Katastrophe, war mit dem Markt. Markt bis um die Ecke ist furchtbar. Entweder haben die das bis wie Corona gemacht. Ja, klar haben sie wie Corona. Abstand, ja. Oder? Und man weiß es ja nicht. Komm, später wieder. Mach mal. Bis dann. Für heute haben wir ein bisschen Arbeit tatsächlich, weil ich habe ja schon Aufträge da. Und jetzt schon den ersten Auftrag. Den Benotto-Rahmen. Er ist noch da. Ich habe ihn jetzt komplett gestrapst. Also abgestrippt sozusagen. Kabel raus mit Steuersatzschalen. Tretlager raus. Das sieht alles nicht mehr so schön aus. Da drin, hier hinten sind die Einstellschrauben raus. Diese Spannschrauben. Oder Anschlagschrauben. Und jetzt kann ein neues Leben beginnen für den. Mal sehen, ob wir den noch mal zu Gesicht bekommen, denn. Wenn er fertig ist, wenn er neuen Lack hat, beziehungsweise erstmal entlackt ist oder so, weil das wird ein schöner Rahmen werden. Bin ich voll der Meinung. Ja, die Pantografie, Benotto, das ist schon toll. Jetzt ist erstmal alles vorbereitet, das kann abgehen zum Strahlen, kann abgeholt werden und das war's. Gut, soweit, so gut. Ich bräuchte echt ein Telefon hier. Mhm. Preisschilder muss ich draußen noch hinhängen. Mach ich noch. Und jetzt kann es losgehen. Wir bereiten vor. Und zwar, das hatten wir ja letzte Woche schon zur Reparatur. Alles super, alle toll. 40, 1 aus 3 meinte. Nur hier haben wir den Zug noch nicht gemacht. Merkt man gleich. Hier haben wir den Zug gemacht. Und hier. Sieht sich wie ein Schwamm, also ja nicht eigentlich. Wie Kaugummi. Schauen wir mal, woran das liegt. Ist natürlich hier meistens der Zug, ne? Hier oder hier. Oh, hier ist die Bremse völlig eingemacht. Eieiei. Also Zug ab, neu. Der ist auch aufgekröselt hier der Zug, deswegen kommt er eh neu. Und das hier, kratz, 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 wird definitiv reanimiert. Hier auch, auf der Seite ist der gleiche. Na, das geht nicht. So. Schneiden wir uns die Höhen zurecht.
Jo. Schaltzug auch. Wegen dem da, ne? Ist klar, wenn es so aussieht hier, dann bleibt das nicht so. Wahnsinn. Okay. Zack. Zack. Tut mir leid. Also wie man sieht, gibt es schon hier noch zu tun, obwohl das alles jetzt noch Vorbereitung ist sozusagen. Oh, meine Güte. Sorgt nicht dafür, dass es so weit kommt. Das zieht sich ja hier wie so ein roter Faden durch. Was ist denn das da? So. Guckt euch das mal an, beim Lenken ist es schon so gebrochen, dass der Zug da blank zu sehen ist. Habe ich noch nie so gesehen. Wahnsinn. Ja. Oh, und das kommt hier oben auch nicht mehr raus, aber doch. Also man sieht, die haben hier schon Edelstahlzug genommen. Das hat schon viel bewirkt. Aber eben die Hüllen sind durch. Und wenn die Hüllen durch sind, dann nützt auch der beste Innenzug nichts. Jo, wir machen hier hinten weiter. Oh, rüttelt, die Kette ist völlig durch. Ah, jo. Diese Reise, Siemensreise. Okay, jetzt. Na, endlich kommt er. Jetzt kommt er. So muss es laufen. So. So. Er muss von alleine runterfallen hier. Super. Na gut, weiter im Text. Also, den schraube ich erstmal hier nur so locker an. Zack. Also zum Thema Bremse hier. Ich meine, wir haben den jetzt den Bremsbelag gemacht, letztens schon. Den Bremszug haben wir jetzt gemacht. Und die Bremse musste reanimiert werden. Das ist natürlich eine Aktion, die macht eigentlich keiner, weil das ist aufwendig. Ich habe da ja gesehen, das hat jetzt bestimmt eine halbe Stunde gedauert, diese Bremse zu reanimieren. Man kann es aber, man kann hier einen Schraubstock eben einspannen,
vernünftig und ein bisschen bewegen, sauber machen, fetten, die Sockel polieren, die hier drauf sind, die habe ich mit einer Drahtbürste abgezogen, danach mit Fett abgerieben und so den Rost runtergenommen. Und jetzt läuft das Ding wie neu. Sieht aber gebraucht aus, aber es läuft einwandfrei und wie neu. Und das ist A und O, so soll es sein. Ja, und jetzt warten wir nur noch auf die Teile, die hier kommen für dieses Hinterrad. Na, also sprich hier Ritzel neu. Und dann wird das auch wieder eingebaut. Und dann ist das wieder schick, schickimicki. Also. Jetzt bauen wir das wieder ein hier. Lieferung kam an. Jetzt kann ich endlich loslegen. Mit allem, was ich so vorbereitet habe. Machen wir erstmal so, wie wir heute Morgen angefangen haben. Hier arbeiten wir uns jetzt hier durch. Das war erstmal dieses. Das schöne Rad hier. Anrufen. Erster Auftrag beendet heute. Yay. Schon. Egal. Ja. Schönes Beispiel dafür, dass sie hier kommen mit kleinen Problemen, so wie Kette hängt. Natürlich, steht außer Frage. Aber damit. Mit so einem eiernen Rad. Seht ihr das überhaupt? Warte mal, wo ist denn die Kamera? Ah, die Linse sitzt auf der Seite, also machen wir mal so. Ja, gut. Eiert wie Sau. Ah, die Speiche hängt ja hier schon. Ja? Das ist offensichtlich schon bekannt, dass die Speiche ab ist. Also spanne ich nur die Kette. Wenn er jetzt schon weiß, dann. Ja, warum ist denn Kettespannen jetzt so wichtig? Wichtiger wäre doch, die Speiche zu ersetzen. Ja? Also Kettespannen und so ist ja automatisch mit dabei. Ja. Was? Ich muss Pakete wegbringen. Es kostet 15 Euro. Mama hat nur 5 Euro. Okay. Gib mir mal 5 Euro. Okay. Soll ich dir denn das Rückgeld geben? Das wäre gut. Gut. Danke. Nein. Okay. Auf gar keinen Fall. Zwei Speichen locker. Dann ist das Geld verloren. Hoffnungslos verloren. Ich habe mir gerade eben erzählt, wie sie 2000 Euro für 2000 Euro jetzt Überweisung gemacht hat gerade. An Rechnung. Toll. Naja, toll. Bleibt überhaupt nicht übrig. Nichts bleibt hängen hier, ey. Ich weiß auch nicht. Irgendwas machen wir falsch. Irgendwas macht der Tommy falsch. Klappt der nicht bei allen anderen, ey. Verstehe es nicht. Oh Gott, ey. Ah ja, gut. Ja.
Ha! Mama hat's gesagt eigentlich. Okay. Ja. So ist die Mama. Der Lux, der. Fertig, also ich habe jetzt erstmal so, dass es nicht schleift. Ja? Gemacht werden müsste, das ist ein B-Twin, gemacht werden müsste an diesem Rad von Decathlon, dieses wunderschöne Rad von Decathlon, müssten die Bremszüge, Bremsbeläge, Speichen hinten, zentrieren, viel, viel, viel. Gemacht wird gar nichts. Kette gespannt und gefettet. Naja. Fertig, bitte abholen. Hey, Champion. Zeig mal, was du kannst. Puh, super. Was ist denn das hier für Müll? Wo kommt der Müll hier? Warum liegt dann hier immer wieder neuer Müll? Nee. Nein, wenn ich eine Renne, dann mach ich die Füße hoch. Und wenn ich fahre, dann geht es ab. Na, zeig mal. Yay! Da hat jemand Müll abgestellt jetzt da. Ich hab die noch gesehen. Ich dachte mir, die machen eine Pause, weil sie irgendwas geschleppt haben. Jetzt haben sie da stehen lassen. Irgendwo mitgenommen vom Müll. Nervig. Yay! Okay, letzter Auftrag heute ist mein eigener wieder. Und zwar machen wir weiter mit dem wunderschönen Neuaufbau von diesem Cruiser. Tada! Yay! Und was mache ich damit? Was mache ich damit? Achtung! Also erstmal diese schöne Glocke. Lieferung ist gekommen und zwar, ich habe Schwalbe Kojak Decken, Schwalbe, Kojak, ja. Kojak, weil Latze, die habe ich dafür gedacht, zwei Stück, dicke, ist 50 mm dick sind die, also ein bisschen dicker. Die kommen rauf und dann habe ich, was geht weiter? Einfach nur Farbkonzept technisch habe ich weiße Bremshebel geholt. Zeige ich euch auch. Pack ich mal da aus, die sind ja dafür. Hier, weiße Bremshebel. Die kommen dann hier so ran. Okay, du musst dich erstmal entgraten hier. Hey, seht ihr? So, die habe ich gedacht. Und da Single Speed wird, wird es ein Single Speed eigentlich? Ja, es wird ein Single Speed. Habe ich einfach gedacht, diese Griffe hier zu montieren. Die montiere ich auch jetzt schon. Oh Mann, ey. Was sind das? Die montiere ich auch jetzt schon, weil jetzt habe ich noch relativ saubere Finger. Also, na klar, es ist ein bisschen Farbkonzept dabei hier. Das war ja, steht ja außer Frage.
Ja, klar. Jetzt habe ich ja den Pitlock hier. Ne? Z, wisst ihr ja, ich habe es leider schon aufgebrochen, aber ich brauche es einfach ein, weil es ist schwarz. Und ich habe es ja da, ich verbaue es. The Unbreakable Pitlock System. Nicht sauer sein, Leute vom Pitlock, bitte, bitte nicht sauer sein. Herr Folge, mir ist ein Pedal abgebrochen. Ja. Da habe ich versucht, selber dann rumzuwerkeln. Das alte schon entfernt, aber der Rest steckt noch drin. Okay. Was wird die Montage kosten bei euch? Okay, dann machen wir mal da oben Pedalwechsel. Das ist jetzt gerade hier mitgekommen. 8 Euro nehme ich für Pedalwechsel. Das ist jetzt jemand gekommen mit einem Fahrrad, wo ein Pedal abgebrochen ist. Beide Pedalen raus, noch ein Pedal drin. Fertig. Pitlock, hier und hier. Muss ich natürlich noch nach Newton, ne, und so festschauen. Wisst ihr ja Bescheid. Hammer. Und die haben ja so eine Klemme vom Pitlock hier auch gehabt, ne? Die ist nämlich auch schwarz. Boah, ist das nicht wahr? Die passt auch. Wie geil. Dann nehme ich die nämlich auch. Dann ist das volle Pitlock, offizielle Pitlock-Fahrrad hier. Yay, guck mal hier. Schwarze Klemme. Silber, dann komm weg. Pitlock. Ja. Pitlock. Ja. Mal schauen, wie weit Marlies ist. Mit dem Malen. Die wollten mir ja die Sattelstütze bezeichnen. Also, wo man jetzt ist, die Sattelstütze. Pitlock ist drin. Da auch. Der ist ja der geöffnete. Ja, leider. Aber so ist es halt. Ja. Sieht man da ein paar Kratzer? Ja, die Kamera sucht. Ist ja nicht in Nahaufnahmen. Und hier ja, auch Pitlock. Yay. Okay, jetzt zu den schönen Details, Kettenradgarnitur. Und Tretlager, jetzt schauen wir, ob der Tretlager passt. Weil, wenn die jetzt anschlägt am Rahmen, muss der Tretlager raus und ein neues rein. Achtung, oh, sieht aus, als würde es anschlagen. Die schlägt an. Ja, die schlägt an. Schaut. Ja, also Tretlager muss raus und ein neues muss rein. Ein Kram oben, muss jetzt
Aber. Was drauf? Super knapp, meine Güte. Ob das so hinhaut, mal sehen, ob wir das hinkriegen. Naja. Hier wurde ja schon lange nicht mehr trainiert. Anstrengend. Ja. Aber das geht der kostet nur 120 Euro. Können Sie diesen Heimtrainer empfehlen, junge Frau? Weiter. Das sieht in den Oberschenkel. Ja. Und wie ist der so? Ja. Ja, bitte? Ganz gut. Was heißt denn das ganz gut? Wollen Sie den kaufen? Würden Sie ist den langweilig hier unten. Hier unten ist langweilig? Ja. Ah, ich meine, für 120 Euro kriegt man hier kein Fitnessprogramm. Das nächste Mal gehe ich, glaube ich, mal richtig Fahrrad fahren. Ne, richtig Fahrrad fahren ist ja der andere. Den muss ich dann aufbauen. Wenn du sagst zu mir, du willst das machen. Da mache ich den hier und der ist richtig geil. Richtig draußen Fahrrad fahren. Ja, ist richtig geil. Ach du, ich dachte, du wolltest bei mir sein. Ja, eigentlich schon, aber du bist ja gar nicht da. Ja, ich war arbeiten gerade und ich wusste ja nicht, dass du hättest ihn ja auch nach hinten bringen können. Aber nee, mach das. Das ist schwer. Ja. Muss ja stehen bleiben irgendwie. Merkst du dir die Kilometer? So, ich wasche mir meine Pfoten erstmal. Liebe Leute, Feierabend für heute. 9.09 Uhr. Macht es gut, bis morgen. Daumen hoch, Kommentar da lassen. Abonnieren.